Chest Supported Row. Mit dieser Übung trainierst du vor allem Latissimus, Schulterblattretraktoren und den Bizeps. Stelle den Sitz so ein, dass deine Brust auf dem Brustpad liegt, aber noch genügend über das Brustpad hinausschaut. Der Abstand sollte so gewählt sein, dass du einerseits deine Schulterblätter ausstretchen kannst, aber eben noch nah genug, damit du die Griffe erwischt. Hier zeige ich dir die Übung im Neutralgriff. Stell dir dazu vor, du schiebst den Ellbogen nach unten, hinten. Das erhöht ein bisschen die Lataktivierung. Im Obergriff trainierst du etwas stärker deine Schulterblattretraktoren und die hintere Schulter. Lat und Bizeps werden etwas herausgenommen. Drück die Brust aktiv gegen das dafür vorgesehene Brustpad. Hier nochmal aus einem anderen Winkel, dass du auch die dynamische Schulterblattbewegung siehst. Die Schulterblätter kommen nach vorne beim Aushängen und du ziehst sie aktiv zur Mitte zusammen zurück beim Herziehen. Zu viel Schwung über eine Hyperextension der Brustwirbelsäule sollte vermieden werden. Ein leichtes Wegwölben, so wie du es hier siehst, in der letzten Teilbereich der Bewegung ist hingegen vorteilhaft, weil es den Latissimus noch stärker verkürzt. Genau das Gegenteil, was du hier siehst, nämlich das Einrunden. Ein klassischer Fehler.